kann ich nicht weglaufen. Was jetzt hier? Papa, ach so. Wo warst du? Ich hab noch gesprochen mit dem einen da über die Chicago Bears und so, mit ich Steve McMichael. Okay. Sollten wir von der Straße runter? Ja. Was denn für eine Straße? Oh, ja, okay. Ja, der kannte die Chicago Bears und so. Da haben wir aus den 90ern gesprochen mit Steve McMichael und im Super Bowl, als sie gewonnen haben und so, ne? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ach ja. Quatsch, als ob da mir was passiert. Guck mich doch mal an hier. Was soll denn passieren mit mir? Weiß nicht. Nicht, dass du dich verläufst oder so. Ach Quatsch, als ob ich mich verlaufe. Bitte? Ich hab schon gedacht, du lässt uns sitzen. Wo soll ich euch sitzen lassen? Vorbeigeschlichen und dann. Meine absoluten tollen Schüler hier. Wo soll ich sitzen lassen? Besser nicht. Ja. Sollen wir den Bus nehmen? Was für ein Bus? Ach ja. Ja, weiß ich nicht. Also. Naja, ich meine. Wollen wir laufen? Fährt man in die Stadt oder so? Ich weiß nicht, wie weit das ist. Hat jemand eine Karte? Ja. Ich will jetzt einfach immer mit der Nase nach, ne? Na, ich. Ich würde sagen, wir fragen einfach bei dem Busfahrer, oder? Ja. Ja, ja, macht ihr das mal, ihr seid da. Der redet bestimmt so eine Jugendsprache. Gut, der sieht nicht so jugendlich aus. Der sieht eher aus, als wenn er in deinem Alter wäre. Eigentlich schon. Ne? Hier an, hallo, einmal $2, bitte. Ja. Aber ist einer zu viel. Oh, danke schön, dann nehmen Sie doch Platz. Sogar gibt's mit Trinkgeld, Mensch. So. Möchte noch jemand? Ja, meine Wenigkeit. Ja, natürlich. Meine Güte, hier gleich schon Krankenwagen oder was? Bitte schön. Ja. Dankeschön. Ja, komm, auch mal. Einer zu viel? Ja, nee, Trinkgeld. Passt schon. Passt schon. Okay. Bitte? Nee, ist nicht abgeschlossen. Sehen Sie, klappt doch alles unabhängig. So. Hallo, fahren Sie in die Stadt? Ich fahre in die Stadt, ja. Hallo. Ah, okay. Ja. Hallo. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Was Sie. Kostet Sie denn ein Fahrticket? $2. Ja, ich spreche auch. Okay, dann würde ich... Eli, zahlst du für mich? Ich habe gerade kein Geld dabei. Hallo, hallo. Ja, ich höre Sie. Wir haben aber auch ein Seniorenangebot für $1. Ein Kinder spricht mit mir. Mann. Ja, dann das nehme ich. Ich fühle mich so alleine. Dann kriege ich 5 von Ihnen. Ja, oder der ältere Herr zahlt einfach nochmal eben. Kleister. Wo ist denn hier eine Ich habe hier so viele Stimmen um mich rum, ich bin vollkommen verwirrt. Schauen Sie mal. Dankeschön. Hier. Das sind 6, ja. Genau. Bewusstlose Person gibt es hier nicht, es gibt hier eine verwirrte Person. Das ist die Person mit den blauen. Ja, die blau. Scheint so ein bisschen dehydriert, die kann ihr Portemonnaie nicht benutzen. Ich weiß nicht, Ist halt merkwürdig. Vielleicht einfach, ja. Super. So, Kinder, alle angeschnallt. Jawohl. Natürlich. Ihr müsst schon laut reden. So ein Motor an einem, so einem Bus ist laut, Kinders. Laut. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist toll. Sehr schön. So. Dann hier ist der Anschnaller kaputt. Was kann ich denn jetzt hier machen? Wo muss ich das melden? Ich bin nicht angeschnallt, junger Mann. Wie jetzt? Aber das ist hier kaputt und abgerissen. Ja, das ist, Schätzchen. Das hier ist bürgerliches Eigentum. Da ist nichts viel mit Luxus. Ach so. Sei froh, dass du nicht auf dem Brandloch sitzt. Oh. Mensch, ganz, ganz entspannt. Leben am Limit. Das Adrenalin kickt schon. Also ohne Gurt. Und falls doch jemand hungrig sein sollte, unter den Sitzen kleben ausreichend Kaugummis. Da werden sie sicherlich fündig werden. Das wäre... Einfach mal beherzt die Dritten reinhauen. Der ältere Herr, falls sie Dritte haben, ich glaube nicht, dass sie gebissfähig sind. Passen Sie gut auf. Ja, die sind aber ganz lecker soweit, ne? Ja, freut mich. Alles gut. Aber passen Sie auf, ne? Falls sie irgendwie Teilprothesen haben, sollten nur eine Brücke oder so, das kann kritisch werden. Ich mache mir keine Sorgen. Niemand, das ist no risk, no fun. Das ist richtig. Sie sind ja wahrscheinlich auch nicht so alt geworden, weil sie sich Sorgen gemacht haben. Das ist vollkommen korrekt. Das ist vollkommen korrekt, genau, das dachte ich mir. So, wir machen das so ein bisschen wie On-Hop-Off-Hop oder wie die Autos heißen, die so in so anderen größeren Städten. Wenn sie aussteigen wollen, einen Drücker haben wir hier nicht. Ihre Stimme ist der Drücker, dann brüllen sie beherzt. Halt, stopp! Oh, ich habe ja Vorfahrt, rechts vor links. Ich bin ein Fuchs.
Hör, ich dachte, Sie sind ein Busfahrer. Ja, aber ein schlauer Busfahrer. Der auch schon mal die Verkehrsregeln missachtet. Hui! Ist auch die Tour ist neu für mich. Kann man das nicht so ein bisschen Sightseeing machen irgendwie? Das, was ist ja. Denn hier auf der rechten Seite zum Beispiel? Oder was ist, Eine Tankstelle, aber das erkennen sie wohl, oder? Ja. Hier auf der rechten haben wir ein Motorradladen. Oh, okay. Benders Motorcycles. Dann begeben wir uns zum sogenannten Legion Square, fälschlicherweise oft als Würfelpark betitelt. Ich verstehe das nicht. Stimmt. Dann finden wir hier... Halt, stopp! Ich will raus! Ich muss raus! Dankeschön! Okay. Ja, wir würden auch immer aussteigen. Ja, wir steigen auch mal aus. Danke. Alles klar, ciao. Boah, eine kurze Fahrt. Ja. Habe ich irgendwas verpasst? Gibt's hier irgendwas, was interessant für die Leute ist? Ich weiß nicht. Vielleicht haben die Dinge zu tun, man weiß das ja nicht. So, hier auf der rechten Seite, hier ist mein Arbeitgeber. Der sucht im Übrigen noch Mitarbeiter, falls sie Interesse haben. Ja, ich glaube, ich muss meinen Handyanbieter wechseln. Ich habe hier schon wieder Werbung bekommen von irgendeinem Busdepot oder sowas. Bitte was? Ja. Busdepot auf mein Handy. Sie? Ich weiß das nicht. Ach, nee, nicht Bus. Public Transport. Irgendein Benny. Kennen Sie den? Ja, das ist mein Arbeitgeber. Ah. Der hat das geschaltet, weil im Moment super viel Ausfall, Personalausfall. Feiertage, Urlaub, krank, immer dasselbe. Und dementsprechend, wir brauchen halt einfach Leute. Ja, deswegen. Verstehe. Also falls Sie ja irgendwie Interesse hätten oder Veranlagungen zum Busfahren, dann da. Ja, ist das altersunabhängig? Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, junger Mann, aber wie alt sind Sie denn? Ja, Junge, 71. Ja, das ist gut, schönes Alter. Vielleicht nicht so. Das ist ja auch, hören Sie zu, junger Mann, das ist ja auch in Ihrem Alter sehr, sehr aufregend alles. Und da haben Sie ja auch teilweise mit sehr unfreundlichen Menschen zu tun. Und ich weiß nicht, ob Sie sich das noch in dem Alter antun müssen. Da sind Sie doch eigentlich schon längst drüber hinaus. Wollen Sie etwa sagen, dass ich keinen Bus fahren kann? Ich leg Ihnen hier eine Piorette auf den Dings da, da können Sie aber ganz schön schlackern, Sie aber ganz schön mit den Ohren, das sage ich Ihnen. Ja. Die Tatsache, dass Sie Pioretten mit einem Bus drehen wollen, lässt mich schon zweifeln. Ja, passen Sie mal auf, ne? Also ich bin ja jetzt auch ein erfahrener Fahrer. Ich habe ja meinen Führerschein jetzt auch schon 50 Jahre. Ja? Das nahm ich an, ja. Ja, als ob ich nicht weiß, wie man mit so einem Bus auf so einer Münze dreht. Ja. Aber das müssen Sie ja gar nicht wissen. Ja, sehen Sie, wenn ich das nicht wissen muss, kann ich da ja auch anfangen, oder? Ja, aber wie ist es denn um Ihre Reflexe so bestellt? Wie nennt man das doch mal hier, die aus Asien da, hier, Elefanten, nee. Transen. Eli, hilf mir mal, wie nennt man die denn? Ich glaube, du meinst schon Elefanten, oder? Nee, ach verdammt nochmal, Sam! Wo bist du? Oh, meinst du diese Ninja? Ninja, genau. Ja. Ninja. Ja. Hier zu Rechten haben wir die Heike. Die Heike spekuliert mit Spargel. Was heißt, die spekuliert mit Spargel? Spargel mag ich aber nicht. Weiß nicht, die führt einen Großhandel mit Spargel. Achso, ich dachte, man kann jetzt mit Spargel an die Börse oder so. Die erklärt immer, das sei wie Börsenhandel, wie Aktienhandel. Wie Aktienhandel? Die sagt, das sei lukrativ. Weiß ich nicht. Einfach vielleicht mal informieren bei der Heike. Die macht das zusammen mit ihrer Schwester, der Ute. Wäre nicht irgendwann schlecht? Der Spargel, ja, der hält sich meist so eine Woche. Also. Ist ja bei manchen Aktien auch nicht anders, ne? So, hier sind wir im Amtsviertel, nenne ich das mal. Zur Linken haben wir die Polizei und zur Rechten haben wir die Justiz. Okay.
Ja, ne? Keiner ist ohne Fehler. Dann haben wir hier die hiesige Klinik. Falls irgendwas mal sein sollte, dann können Sie sich sehr vertrauensvoll an die Mitarbeiter des Krankenhauses wenden. Ja, okay. Eli, hast du meine Tabletten mitgenommen aus dem Flugzeug? Ja. Okay. Ja, falls doch nochmal Nachschub benötigt wird, dann finden Sie hier sicherlich eine Anlaufstelle dafür. Wo kommen Sie denn alle her? Waren Sie nur verreist oder kommen Sie von weiter her? Ja, ein bisschen weiter, aber nicht so Katzensprung aus San Diego. San Diego? Was treibt Sie denn hierher? Ja, das ist eine gute Frage. Man braucht ab und zu mal ein bisschen frische Luft, verstehen Sie? Frische Luft. Frische Luft ist ja wichtig. Hier hätten wir die Björn Shopping Mall. Hier finden Sie alles von Kleidung, da ist halt auch ein Friseur mit angesetzt. Ah, perfekt, da werde ich mal hingehen. Ja, machen Sie das doch. Mir hat komplett die Haare zerzaust im Flugzeug. Ja, das glaube ich. Die gehen auch einfach ungefragt immer mit den Händen rein. Dann danke für die schöne Fahrt und noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. 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 Alle ausgestiegen. Wir kommen aus Phoenix. Aus Phoenix? Ja. Was ja, treibt sie her? Naja, Phoenix ist, wenn man da sein ganzes Leben gelebt hat, irgendwie ziemlich... Scheiße, sag's doch, wie es ist. Ja, weiß nicht. Okay. Man kann da stundenlang eine Straße lang fahren und hat, nachdem man da 2 Stunden lang diese Straße lang gefahren hat, immer noch das Gefühl, dass man sich an der genau derselben Stelle befindet. Ja. Links und rechts Einfamilienhäuser, soweit das Auge reicht. Und, ja. Naja. Und wie haben Sie drei... Sie waren noch zu dritt unterwegs. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, richtig. Ja, richtig. Ja. Wie sind Sie zueinander? Wie stehen Sie zueinander? Naja, also... Der ältere Herr... Also, Harper! Ja, das bin ja, ich! Ja, genau der. Ja, ist unser ehemaliger Uni-Professor. Okay. Und, naja... Und Sie beiden, die jüngere Dame und Sie sind verbandelt, oder...? Korrekt, ja. Ja, das ist mein Ehemann. Und wie kommt das, dass man seinen Uni-Professor mitnimmt? Weiß nicht, man hat sich irgendwie so über die Zeit lang angefreundet. Ja. Oder aber, was meinst du? Ja, ihr seid meine beiden Besten gewesen, die ich hatte. Ne? Was haben Sie denn studiert? Journalismus. Journalismus, interessant. Und möchten Sie dem weiter nachgehen oder möchten Sie sich umorientieren? Wollen sich, ist das eigentlich der Plan, dass wir uns da weiter in den Bereich... Ja, entziehen? Also jetzt quatsch mal nicht so viel. Ich will den beiden jungen Hüpfern mal zeigen, wie man so richtig journalistisch arbeitet, so im Feld und so, ne? Das haben die ja noch nicht so drauf. Ja, die kennen ja aber nur diese Trockenübung aus der Uni. Die müssen mal richtig raus und an die Leute ran und so, ne? Okay. Ran an den Speck. Ja. Hm. Ja, dann haben sie scheinbar einiges vor. Ja. Also ich habe gerade nur ein Hemd und ein T-Shirt vor, aber ja, insgesamt haben wir große Pläne hier. Groß? Ja, ich finde ja, man sollte auch groß träumen. Dann hat man immer so ein schönes Ziel vor Augen und man sollte sich immer so stückchenweise dann seinem Ziel nähern. Ja, also man sollte schon irgendwie das große Ganze vor Augen haben, oder? Ja, aber manche sind ja nicht so. Manche leben ja auch sehr in den Tag hinein. Das stimmt. Und aber jeder, wie er es mag, letztendlich, ne? Und Sie sind gerne Busfahrer, oder? Ich bin Busfahrer. Ja, machen Sie das gerne? Ja, ich fahre den Bus. Okay. Ja, haben Sie noch andere Modelle, auch ein bisschen mehr Umft unterm Haube oder so? Nein, das ist ein Bus, kein Rennauto. Naja, aber kann man umbauen, ne? Ja, aber so für zum Transportieren von Menschen ist vielleicht dann etwas ungeeignet. Ja, sicher sein. Also wenn man hier vielleicht noch ein paar Anschnallgurte einbaut oder so. Man sagt, was heißt sicher? Mein Anschnallgurt geht überhaupt nicht. Was wollen Sie mir jetzt von sicher erzählen hier? Naja, ja. Nun. Ich kann ja auch nichts für den Zustand der Busse. Wissen Sie, ich bin ja auch nur angestellt. Ja, verstehe ich schon. Nee, das tut mir ja leid, da können Sie ja nichts für, ne? Kennen Sie, ja. Aber ich kann das verstehen. Sie haben ja auch absolut recht. Die Qualität
ist da wirklich noch verbesserungsfähig, sag ich mal. Da ist noch Potenzial. Ja, ja. Das habe ich von vielen Studierenden auch gesagt, ne? Glauben Sie mal. Haben häufig echt da falsch lag. Glauben können Sie gar nicht vorstellen. Nee. Ja. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich eine Tageszeitung zu kaufen? Nee. Ah. Im Moment, wir fahren ja, gerade wo wir jetzt hier langfahren, im Moment ist ja ganz schlimm. Immer wieder kommt es hier zu Einbruchserien an den Containern, die hier gelöscht werden. Ganz schlimme Sache. Die Polizei weiß einfach nicht, wer dahinter steckt. Ganze Zeit werden Sachen geklaut und kommen da weg. Ja. So, schreibt jemand von euch beiden mit hier. Gleich sofort festhalten. Natürlich. Sehr gut. Ja, ist wirklich. Wird immer mehr. Ich habe immer das Gefühl, es wird immer schlimmer. So. Ist das richtig? Richtig merkbar, dass das mehr wird? Oder also muss man sich Sorgen machen? Also man liest es immer häufiger, ne? Ich habe jetzt ja keine Statistiken oder ähnliches. Ist ja auch rein subjektiv von mir jetzt so festgestellt. Aber man liest es immer häufiger. Ich glaube, vor ein paar Tagen erst hat die hiesige Weasel News auf ihrem Social Media Profil noch ein Interview abgedruckt von dem Hafenmeister. Okay. Und der hat sich wirklich sehr aufgeregt. Also der sagt, da entstehen auch richtig große Schäden immer. Weil die brechen die ja auf. Das heißt, der ganze Container ist ja dann auch nicht mehr nutzbar. Und natürlich ja. Die Kunden, die dort ihre Ware löschen lassen, die sind natürlich auch super verärgert. Was ja mit. Man fragt sich natürlich auch, was passiert mit den Sachen? Gehen die gleich irgendwie, weiß nicht, Richtung China oder nach Europa? Weiß es ja auch nicht. Ja, vor allem, also. Ist nicht so ein Container aufzukriegen, ist jetzt auch nicht so einfach im Normalfall. Nee. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und was auch immer wieder vorkommen soll, dass Leute sich an den Geldautomaten zu schaffen machen. Okay. An den Geldautomaten? Ja. Es wird mehr? Mehr? Das weiß ich nicht. Ich habe das letztens gelesen. Okay. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Was so immer drin steht, ist ja immer, ich sage ja immer, Zeitung lesen oder so, mittlerweile ist ja alles im Internet. Das ist ja nur noch Mord und Totschlag, nicht? Ja, früher war das besser, wenn man in der Zeitung nur veröffentlichen konnte, was gefiltert wird, ne? Ja, ja. Ja, heute kann ja jeder seine Informationen einfach nach außen gehen. Egal, ob die richtig sind, falsch sind, man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben soll. Ja, ja. Verstehe ich vollkommen. Eine Reizüberflutung für die Leute, ne? Ja, wir haben gerade gesungen, junger Mann. Was denn? Hoch auf dem gelben Wagen. Das kenne ich nicht. Ja, gar kein Problem. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Rösser, die traben. Lustig schmettert das Horn. Das ergibt gar keinen Sinn, was sie da singen. Wälder, Wiesen und Weiden ziehen an uns vorbei. Wieso macht das keinen Sinn? Na ja, das klingt so ein bisschen, als ob man irgendwie in einem betrunkenen Traum festgehangen ist, oder? Gar nicht, aber da war das mit den beiden, siehst du? Und das ist kein Pickelklang. Raus. Was denn? Raus. Das hat er nicht so gemeint. Sie sind unhöflich. Ich bin überhaupt nicht... Was soll das denn jetzt heißen? Zusammen entschuldige dich. Ja, tut mir leid. Na gut. Wir haben auch gute Altenheime hier. Wirklich? Oh cool. Ja, die haben Rundlauf und sind abgeschlossen. Ah ja. Wohnen Sie da? Ich hab. Ja, ich sehe Sie da auch immer morgens rauskommen. Ja gut, dann können wir ja beste Freunde da werden. Das finde ich schön. Mhm. Wenn Sie laufen, ist mir aufgefallen, es raschelt. Ist das Ihre Pampers oder haben Sie einfach Geldscheine in der Tasche? Nee, das ist meine Kohle, die hier raushängt. Alles gut. Ah ja, super, super. Schön. Du hast aber nicht wieder den Beutel voll klein müssen mit, oder? Sicher. Kleingeld ist auch, macht auch Mist. Oder Vieh, oder wie das heißt. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst dein Geld nicht immer mit dir rumschleppen. Ja, aber warum denn nicht? Naja. Ist ja nicht in einem Beutel.
Ja, ja, aber wenn dann irgendwie so böse, aber was ist denn, wenn sie beklaut werden? Ja, kann ich aber jemanden ins Gesicht werfen, wenn der mir komisch kommt. Ja, meist haben die aber andere Sachen, die ihnen dann ins Gesicht geworfen werden. Das stimmt auch. Wollen sie das nicht lieber zur Bank bringen? Ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht. Soll ich das? Ja. Also, ich könnte sie an einer Bank rauslassen, wenn sie möchten. Aber wie viel hast du denn dabei? Ja, keine Ahnung. Hier, guck mal, ich glaube, $1,000 oder so. Gib das mal Sam. Hier, Sam. Guck mal, was ist denn das? Bremsung! Oh Gottes Willen. Oha. Was denn? Ist nichts runtergefallen? Warte mal. Oh Gott. Ja. Nee. Ja, und oh, die ganzen Scheine. Oh. Hey. Naja. Okay. Eli, bück dich mal ein bisschen, ich komm da nicht dran. Ja, ist ja. Warte mal. Hier. Können wir weiter? Ja. Ich meine, wenn sie schnell wieder anfangen, dann rollen die ja wieder nach hinten, dann können wir die abfangen. Ja, ich gebe Gas, alles was ich habe. Sehr gut. Okay. Ist nicht viel, wie sie merken. Ja. Ist halt dann doch nur ein Linienbus, nicht? Fahren wir schon? Oh Gott. Ja. Okay. Ja, traurig ist das, da haben sie recht. Ja, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Also ich meine, ich kann gerne nicht weiter im Runde fahren, aber wir müssen irgendwo ein Ziel haben hier. Ja, sie haben mir nicht gesagt, wo sie hinwollen. Würden sie uns an dieser Mall rauslassen? Das klingt eigentlich ganz interessant. Ja, da sind wir ja auch gerade in der Nähe. Können wir gerne machen. Ja, das würde ich sehr bevorzugen. Das ist wunderbar. So. Oh, die Brücke ist aber ein bisschen tief, oder? Das kriegen wir hin. Ah, perfekt. Siehste. Nicht, dass sie mit einem LKW da drin hängen bleiben oder so, ne? Wissen Sie, was witzig ist? Genau an dieser Brücke, regelmäßig, bleiben Leute hängen. Echt? Oh, ja. Das ist nicht gut. Obwohl, dass da das Schild hängt? Ja. Wissen Sie, lesen ist ja so eine Sache für die Menschen. Ja. Ganz gefährlich. Das stimmt wohl. Ihr Lieben, es war mir ein Fest. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, Herr Busfahrer. Haben Sie noch einen schönen Tag. Gerne, Sie auch. Guten Abend noch. Tschüss. Ja. Das haben wir schon richtig was gesehen. Ja, Häuser, ne? Und so. Ja. Hier, dein Beutel kannst du nicht haben. Ah ja. Ja, danke. Du hast echt eine Brieftasche. Ach, das Geld kannst du auch so in der Tasche haben. Wo ist das Problem? Ich finde, diese Brieftaschen sind ja auch nur so eine Erfindung, um extra Geld auszugeben, um was zu kaufen, um Geld drin aufzubewahren. Aber du hast da ja nicht nur Geld drin auf, sondern auch dein Personalausweis, dein Führerschein und was für dein, deine... Habe ich alles im Kopf, mein Führerschein, mein Personalausweis? Ja. Okay. Das ist nicht so gut, Papa. Ja, guck mal, pass auf. Hätte ich jetzt nicht den Beutel und der hätte gebremst und der hier das Portemonnaie wäre mir runtergefallen, dann wäre das nicht alles verteilt gewesen. Ja, aber hättest du das Geld einfach alles in der Hosentasche, jetzt brauchst du kein Portemonnaie, was aus der Hand fällt. Das ist ein Argument. Ja, seht ihr? Ihr beide, ihr seid einfach hier, die junge Generation hat keine Ahnung, dass man einfach Geld so in die Tasche stecken kann. Ja, jetzt, ach. Ja, kommt einfach mit, lasst uns mal umgucken. Hat er nicht irgendwas erzählt von wegen Kleidung? Klamotten und sowas? Ja, ich hab ein bisschen gesabbert beim Flug. Ja, guck dir mal selber an, die hat einen riesigen Tomatensaftfleck. Ja, oh, aber eine Turbulenz, ekelhaft. Was soll ich denn machen? Naja. Nicht während der Turbulenz trinken, Sam. Ist dir dann auch in die Haare gerutscht? Ich glaube, du hast an den Haarspitzen auch so ein bisschen Tomatensaft. Ja, ich weiß. In meinem Sitznachbar war auch was dran. Das sieht nicht nach Klamotten aus. Oh, Waffen. Guck mal. Guck dir der mal die Wumme an. Da geht einem das Herz auf. Naja, gut. Ich glaube, die sind nicht echt. Ach so. Ich hoffe es. Aber wenn dir jemand damit kommt, dann kommst du mit deinem Beutel Münzen halt echt nicht weit. Wieso? Wenn ich den im Kopf werfe, so schnell kann er gar nicht zielen da mit seinem Scheiß. Das sieht nach Klamotten aus. Ah ja. Ja, dann Ladies first, ne? Ja, nach dir, Harper. Ja, danke. Ja, schönen guten Tag, junger Mann, ne? Hallo. Hallo. Gibt's bestimmt irgendwas für mich, ne? Ah ja. Findet ihr dann auch eigentlich so ein bisschen sonnig sehr? Ich brauche mal einen Hut.
Schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Dann. Danke. Naja, Auswahl klingt ja auch anders, oder? Ja. Boah, irgendwie. Ist ja noch nicht so gerade gesehen. Ja, ich nehme erstmal so ein Polohemd hier. Da fühle ich mich wohl, da wird ein warm ums Oberteil quasi. Ich glaube, wir müssen noch was anderes finden an Kleidung. Hier gibt es ja gar nichts. Das ist ja Katastrophe. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mal gucken, da hast du recht, ja. Gott, gut, dass die Martha das nicht sieht, wie ich hier aussehe. Ach. Auch denken, John, was machst du da für einen Schwachsinn? So, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist da zu hart mit dir selber. Findest du? Ja. Meinst du, solche Sneakers mehr holen? Weiß nicht. Vielleicht schwarze Schuhe. Schwarze? Ja. Ja, weiß ich gar nicht hier. Irgendwas für den Übergang, sowas vielleicht, oder? Also so AIR oder wie die heißen hier. Okay. Warte mal. Ja. Guck mal. Hast du die? Ja, ich bin jetzt farbenfroh. Ich will los. Okay. Na, ja. So ja. Farbenfroh bist du gar nicht, aber okay. Für die Schuld, ich hab weiß dran. Ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal woanders gucken. Ja, hat er nicht gemeint, hier gibt's auch einen Friseur? Ja, meinte er. Was soll ich mir eine Perücke holen? Nee. Okay. Nein? Aber warte mal, hatten die. Kann ich hier Fotos machen? Hatten die irgendwie Caps und sowas? Ja, ja der hatte eine Kappi hatte der gehabt. Aber hier gibt es keinen Hut, der mir gefällt. Braucht was gegen die Sonne. Und das sind alles solche, wie sagt man, komische Dicker halt. Ja, wir müssen nochmal woanders. Moment mal ganz. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Ist eigentlich ganz gut.